Der Ball ist rund und ein Spiel dauert nicht 90, sondern 40 Minuten, denn wir sind heute beim Futsal und nicht beim Fußball. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Flo's Sportwelt. Wir sind heute zu Gast bei Futsal Nürnberg und sprechen mit Alex Pinski über den deutschen Futsalsport und seine Ziele hier in Nürnberg und das alles wie gewohnt beim Kastengeworfen. Bei mir ist jetzt Alex Pinski, er ist hier Spieler bei Futsal Nürnberg und organisatorischer Leiter. Alex, vielen Dank, dass du dir heute vor dem Training für uns Zeit genommen hast. Wie bist du denn zum Futsal gekommen? Wie hast du den Weg hierher gefunden sozusagen? Ja, es gab ja schon vor vielen Jahren eine Hallenkreismeisterschaft, Bezirksmeisterschaft im Futsal, parallel zum Hallenfußball. Und da habe ich mit meiner Mannschaft mitgemacht. Und es hat mir damals sehr gefallen, da war ich auch gut. Und dann waren wir im Mittelfränkischen, sogar im Halbfinale. Und dann, genau, das gab es erst mal ein paar Jahre nicht. Und habe ich gesehen, dass hier eine Mannschaft gegründet wurde. Habe ich die mal angeschrieben. Und irgendwann durfte ich ein paar Mal vorbeikommen und dann hat man mich dann genommen. Ja. Futsal hat sich ja so ein bisschen vom Fußball, vom traditionellen abgespalten sozusagen oder getrennt. Wie kann man denn die Unterschiede erklären, kurz und knapp zusammengefasst? Ihr kriegt die Frage wahrscheinlich öfters gestellt. Wie könntest du unseren Zuschauern erklären, die groben Unterschiede? Also die groben Unterschiede, der Ball ist natürlich kleiner, wiegt genauso wie ein großer Fußball, aber der Sprung reduziert, der hüpft nicht so stark. Man hat die Netto-Spielzeit, das heißt bei Aus, bei Tor, bei Foul, Timeout wird immer die Zeit angehalten. Also das Zeitspiel ist fast nicht möglich. Man kann pro Halbzeit nur 5 Fouls machen. Ab dem 6. Foul wird man bestraft, dann kriegt der Gegner einen 10-Meter-Strafstoß. Und genau, der Torwart darf nicht angespielt werden, wenn er den Ball schon einmal hatte. Das heißt, er muss über die Mittellinie rübergehen, um mitzuspielen, was natürlich riskant ist. Genau, das sind somit die größten Unterschiede und man spielt natürlich 4 Feldspieler und einen Torwart und mit aus. Wie bereitet ihr euch im Training auf die Spieltage oder auf die Wettkämpfe auch vor? Also ist es einfach vergleichbar mit dem Hallenfußballtraining oder weil es auch ein bisschen technisch andere Anforderungen gibt, ist da mehr Techniktraining auch noch ein Bestandteil des Trainings? Also Technik, also natürlich macht man zuerst ein Warm-up, damit man die Verletzungen reduziert. Also wir wurden letztes Jahr zum Beispiel fast komplett davon verschont. Und natürlich bereitet man auch technische Sachen mit einspielerischen Sachen, aber auch viel Taktik, weil Futsal gibt es viel Taktik, vor allem Standardsituationen, Spielsituationen. Und da muss man sich darauf vorbereiten, wenn man vor allem weiß, wie der Gegner spielt, dann kann man auch vielleicht da was machen. Ja, Alex, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter über den deutschen Futsalsport und wie du deinen Weg hierher gefunden hast. Zuvor schauen wir uns aber mal gemeinsam an, was alles bei Futsal Nürnberg so im Training los ist. Passen, stoppen, laufen. Michelle Chinconier zeigt im Futsaltraining jede Woche, was sie kann. Dabei fällt dem Zuschauer eines nicht auf, Michelle meistert jede Einheit ohne Gehör. Von solchen Hindernissen lässt sie sich aber nicht ausbremsen. Am Anfang war es schon eine große Herausforderung für mich, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, das Tempo ist natürlich doppelt oder dreifach so hoch. Und auch die körperliche Zweikampf und sowas ist ja natürlich auch alles aber höher wie bei den Frauen. Aber so im Großen und Ganzen hilft es mir natürlich auch weiter. Deswegen bin ich auch bei den Männern mit drin. Ja, macht mir auch echt viel Spaß. Egal ob jung oder etwas älter, Frau oder Mann, bei Futsal Nürnberg ist jeder willkommen. Aber jeder muss auch dieselben Trainingsinhalte absolvieren, denn der Teufel steckt im Detail. Wir legen auf alles Wert. Man versucht sich in jeder Übung zu verbessern, technisch, mit jeder einzelnen Ballberührung, mit jeder Annahme, mit jedem Pass. Und taktisch natürlich dann auch gleichzeitig das große Ganze im Blick zu haben. Dafür braucht man die Basics, damit man die großen Zusammenhänge, die Rotationen besser spielen kann. Auch Michelle trainiert hart. Sie spielt nicht nur in der Noris Futsal, sondern auch in der Nationalmannschaft für Gehörlose. Trotz oder vielleicht gerade aufgrund ihrer bislang beeindruckenden Karriere, ihre Ziele sind weiterhin hochgesteckt. Die Deaflympics, also ist quasi die Olympischen Spiele für die Gehörlosen, findet nächstes Jahr im Februar statt, in der Türkei. Und das ist halt natürlich dann nochmal ultra-top-Niveau der gehörlosen Fußball- oder Futsal. Bereich. Und da möchte ich ja natürlich dann auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist auf jeden Fall mein größtes Ziel. Und natürlich, wenn möglich, bei den Männern als Unterstützer mit dabei zu sein, freue ich mich natürlich, wenn ich auch mitgenommen werde und im Kader stehe. Der sportliche Ehrgeiz ist weiterhin also ungebrochen. Das gilt aber nicht nur für Michelle, sondern auch für die Regionalligamannschaft von Futsal Nürnberg. Ja, Alex, also es sieht verdammt anstrengend aus hier im Training bei euch. Kommen wir zu dir persönlich. Du hast ja schon gesagt, wie du so zum Futsal gekommen bist, aber was macht für dich die Faszination aus? Also Futsal gibt es viel mehr Action. Man ist dann viel öfters am Ball und genau, es wird auch viel öfters aufs Tor geschossen.
Es passieren viel mehr Aktionen als draußen beim Fußball. Also so richtige Futsal, so schlechte Spiele gibt es eher weniger, weil da schon Action. Auch dieses ganze Zeitspiel gibt es nicht. Das ist auch was für die Technik, also es ist eine Herausforderung und das liegt mir natürlich viel mehr als da draußen. Natürlich ist man wetterunabhängig und der Boden ist fast überall gleich, man hat keine Platzfehler. Wie sieht es denn mit der Jugendarbeit aus? Also dein Weg war ja dann so eher ja, ein bisschen als Quereinsteiger und dann hierher gekommen, aber ist es auch schon möglich, im Futsal eigene Jugendarbeit anzufangen? Ist ja noch eine sehr junge Sportart, aber kann man schon eigene Jugend-Futsalarbeit betreiben? Also zum Teil ja, weil im Winter spielen ja die ganzen Jugendmannschaften unter Futsalbedingungen, also Futsalregeln. Das wurde ja vom DFB hier so eingeführt, aber so richtige Futsal-Jugendmannschaften gibt es eigentlich kaum in Deutschland, das gibt es im Ausland ganz normal, in Spanien, Portugal, es gibt richtige Ligensysteme, richtige Ausbildungen. Hier gibt es eine Mannschaft von Jan Regensburg, die U19, die versuchen das, aber großflächig gibt es das ja gar nicht und es ist auch natürlich ein weiter Weg, um das sowas zu machen. Welche Ziele habt ihr jetzt noch in Nürnberg? Ihr seid ja aus der Bayernliga aufgestiegen, jetzt sozusagen Zweitligist, Hinterkopf schon die Bundesliga? Ja, Bundesliga, das ist natürlich finanziell ganz schwierig, da braucht man ganz höhere Summen. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten, auch keine Sponsoren. Wir möchten erstmal in der Liga gut ankommen, da waren wir ja schon vor ein paar Jahren. Eine gute Rolle mitspielen und was dann in ein paar Jahren ist, weiß man natürlich nicht, dann schauen wir weiter. Alex, dann hoffen wir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, noch viele weitere. Danke, dass du dir vor dem Training heute Zeit genommen hast und weiterhin viel Erfolg. Danke auch, ja. So, im heutigen Zweikampf wird es jetzt ernst für mich. Ich trete gegen Ermin an, gegen den Trainer auch noch. 6 Meter schießen, 3 Runden, a 5 Schüsse. Ermin, wie viel traust du mir zu? In der ersten Runde keinen. In der zweiten und dritten Runde jeweils ein Tor. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Was denkst du, wie viel machst du? Boah, mehr. Mehr. Ich würde sagen 9 von 15. 9 von 15. Und ob die Vorhersage aufgeht, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also Ermin, erster für dich. Jetzt triffst du. 1 von 5. Jetzt triffst du, ne? Was heißt jetzt treff ich? Ja. Sollen die Zuschauer ruhig hören, wie die Probedurchgänge liefen? Oh, der war schwach. Ich mache ein bisschen Ablenkung. Ja, genau. Er kann es ruhig machen. Ja, Alex. Ja. Komm, ich schieß mal mit rechts. Jetzt verarscht mich auch noch, oder was? Nee, mit rechts werde ich nicht treffen. Ist der immer so? Ja, dann ist er noch mehr verarscht, als er jetzt hier macht, oder? Erste Runde gegen dich. Das muss ich vorlegen. Ich leg vor, zweite Runde. Wenn du möchtest. Ja, wollen. Nach der ersten Runde ist es so relativ. Ja. Sind wir schon bei 3? Ich hab dich komplett unterschätzt. Nee, Moment. Doch. Ich habe 2 von 15 gesagt, du hast schon 3 getroffen, das passt schon. Ja, das war aber auch eine Frechheit, die Vorhersage. Ne? Ja, die war also komplett frech. Also. Du hast es alle gemacht. Ich weiß, das ist ja schon ein Tor, okay. Der war schön. 2-2. Oh, Glück! Komm, ich schieße nochmal mit rechts. Es ist meine Chance. Jetzt muss ich ihn treffen. Den muss ich machen. Also Runde 2 geht an mich. Willst du den letzten noch machen, oder? Nee. Hat außer mir jemand in der Bayernliga 6 Meter geschossen? Nee, ich glaube, ich habe nur... Ach, deswegen bist du hier. Ja, naja, macht uns keiner.
Ich freue mich. Ja, jubel mir. Maschine. 1-0. Naja, soll ich mal treffen. 2-0. Das war schon besser. Hat ihn jemand gesehen? Drei, zwei jetzt, glaube ich, ne? Jeder noch zwei? Ja, dann hat er. Du willst mir aber auch keine Chance lassen. Du hast doch schon die zweite Runde gewonnen. Ui. Du willst ihn hinhaben? Letzter für dich. Wo ich ihn hinhaben will? Schieß einfach. Ohne Scheiß. Jetzt. Ja, okay, Karma. Emmy hat gewonnen. Hey. Ja, immerhin. Knappe Niederlage. Danke dir. Gerne. Danke dir. Ja, man sieht es mir an, die heutige Challenge war wirklich anstrengend. Leider hat es für mich nicht ganz gereicht. Glückwunsch, Ermin, nochmal. Klasse gemacht. Was denkst du, wie habe ich mich geschlagen? Vielen Dank. Sehr gut. Also ich habe dich vollkommen unterschätzt und du hast es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Danke für die Blumen, Ermin. Dann danke ich dir, dass du uns heute in die Welt des Futsals mitgenommen hast. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Schalten Sie auch in der kommenden Woche wieder ein in Fluss Sportwelt. Bis dahin, bleiben Sie sportlich. Tschüss und Servus. Tschüss.